Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie sich die Aussprache ändert, wenn aus einem der Vokale A, O oder U ein Umlaut wird. Schauen wir uns zuerst mal die Vokale an. Es gibt sie in einer kurzen und in einer langen Version. Kurz wäre 2a zum Beispiel A. Lang wäre A. Genauso ist das auch bei dem O und bei dem U. Schauen wir uns mal das O an. Das kurze O spricht man O. Das lange O spricht man O. Und jetzt kommen wir zum U. Das kurze U spricht man O. Und das lange U spricht man U. Ich spreche die Vokale nochmal. A, A, O, 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 U. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie aus den Vokalen Umlaute werden. Nehmen wir zuerst das kurze A. Aus A wird Ä. Der Mann, die Männer. Fallen, er fällt. Und jetzt das lange A. Aus dem langen A wird ein E. Der Vater, die Väter. Schlafen, er schläft. Man kann anstelle von einem langen E aber auch ein langes Ä sprechen. Zum Beispiel der Vater, die Väter. Oder schlafen, er schläft. Jetzt kommen wir zum kurzen O. Aus O wird Ö. Wie zum Beispiel in die Tochter, die Töchter, die Locke, das Löckchen. Jetzt kommt das lange O. Aus O wird Ö, der Sohn und die Söhne. Das Brot, das Brötchen. Jetzt kommen wir zum kurzen U. Aus O wird Ö. Die Mutter, die Mütter. Gesund, gesünder. Achtet hier genau auf die Aussprache. U und Ü werden nicht U und Ü ausgesprochen. Ich mache es einmal falsch. Die Mutter, die Mütter. Die Laute werden eher wie O und Ö gesprochen, aber kurz. Die Mutter, die Mütter. Gesund, gesünder. Und jetzt kommen wir zum langen U. Aus U wird Ü. Der Fuß, die Füße. Das Buch, die Bücher. Zum Schluss noch der Doppellaut AU. Aus AU wird ÄU. Ausgesprochen wird das aber AU und EU. Das Haus, die Häuser. Der Traum, die Träume. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!